Hallo und willkommen zur Revanche-Partie zwischen Mephisto Polga. 30 Minuten für die ganze Partie, selektiv 5. Die erste Partie hat er ja mit Schwarz relativ schnell verloren. 25 Züge waren matt. Mal gucken, ob das mit Weiß besser wird. War recht schnell aus dem Buch draußen. Deswegen sehen wir mal, was hier passiert. E4. Gegen den, wie ich finde, auch heute noch sehr gut anzusehenden Fritz 1. Es gibt Schachprogramme, die kannst du heute nur noch mit Gruseln angucken. Zuerst habe ich ihn gegen Sargon spielen lassen, Sargon 4, das sieht schon nicht so geil aus, sagen wir es mal so. Und ja, dann, wenn er dann auf Zeit gibt, dann Game Over. Das ist ein absolutes No-Go. Also ich verstehe schon, warum die Sprackle nur 2 PC-Programme gemacht haben, weil die hatten es nicht wirklich drauf. So eine Engine programmieren ist ja was ganz anderes, als das drumherum noch zu programmieren. Zu programmieren, genau. Springer C3, ja, G6 Drachen-Variante. Kommt jetzt raus, Angriff? Ich will jetzt hier den Rauser sehen. Dululei. Das sieht man ja relativ selten, die Drachenvariante. F3, ja, so wollen wir es sehen. Wenn er jetzt nicht irgendwie... Ach, come on, jetzt ernsthaft. Er spielt da Drache und dann ist er Autobuck. Rochade, Läufer E2, also das Buch ist jetzt nicht so geil groß von Fritz 1. Ich glaube, man konnte... Ging das damals schon? Konnte man damals schon die Eröffnungsbücher erweitern? Das war so die Zeit, wo man, ich glaube, Prinz 3 könnte ich mir schon vorstellen, dass man Eröffnungsbücher dazu gekauft hat. Rochade, Läufer B5. Ja, Rochade kommt aber damit die 2, nicht Läufer B5. Das wird natürlich jetzt etwas kompliziert werden, den Drachen jetzt. Aber Weiß spielt jetzt auch nicht so geil, den Drachen. Wenn Weiß jetzt aus dem Buch rauskommt, dann ist auch alles vergessen. Die kennen ja die Pläne nicht. Also man wird ja nicht den Königsangriff erwarten können, hier browsermäßig. Auch wenn er groß rochiert, damit dann so ein positionell gehandhabter Rauser werden. Also Rausangriff ist hier Läufer E3, F3, Dame, D2, groß Rochade. Ich habe damals Drache mit Schwarz gespielt. Ich glaube, heutzutage würde ich es nicht mehr machen. Da bin ich theoretisch gar nicht mal so sattelfest. Meistens spielen die Leute ja Neidorf, also A6 statt G6. Lässt sich überraschend lange Zeit dafür, dass er dann rochiert. Das ist auch so ätzend. Das hat sich wieder verdrängt, dass er die Geräusche nicht macht. Ich weiß auch gar nicht, wie wichtig das in dem Programm hier einstelle, dass er Töne macht. Das ist das, was ich einstellen kann. 386, 486, Pentium und dann auch Prozessoreinstellungen etc. Was ich da für Soundeinstellungen machen muss, dass er Töne von sich gibt. Springer C6, Läufer B5, da kommt auf Ideen hier. Ah, Springer C6, große Rochade. Es gibt auch so Varianten wie Springer D4 schlägt, meinetwegen Springer C6, Rochade. Springer D4 schlägt, Läufer D4 schlägt, Läufer E6. Das gibt's auch. Eine sehr komplizierte Sache für Schwarz. Zeitweise, es gibt Varianten, da gibt man auf C3 die Qualität. Ja, viel kann man nicht erzählen. Springer C6, Turm AD1. Was ist das so für eine Variante? Springer D4, Springer D4, B6. Springer C6. So, Castle Queen, sag ich Turm D1. Lexomi, Turm D1. Jetzt wird er früher oder später aber eher aus dem Buch kommen. Ich weiß gar nicht, ob er den königlichen Angriff quasi noch auf Theorie drauf hat mit H4, G4, dann H5. Ja, es ist alles sehr kompliziert. Ja, wenn man auf königlichen Angriff spielt, ist das eine schöne Sache, aber auch für Schwarz.
Ja gut, die Supergroßmeister würden das jetzt nicht spielen, aber ich bin ja auch kein Supergroßmeister. Sprenger D4 Schläger ist noch im Buch, das ist alles noch Theorie. Und dann Theorie ist, glaube ich, jetzt Läufer E6. Das ist die Idee des Schlagens auf D4. Mit dem Springer. Die Idee ist dann Läufer E6 zu machen, aber nicht B6. Das beißt sich schon mit der Drachenvariante B6. Das ist so ein Gezuppel. B6. Okay. Eigentlich wäre Läufer E6 die Idee dieses Königsangriff. A6, B5, Attacke Ole. Der Diagonale dann, das ist so die Idee, aber nicht B7, B6 zu ziehen. Ich glaube, Drache-Variante ist auch nicht für Computer. Also zumindest für diese Oldies hier. Was diese neuronalen Netze machen, ist für mich eher uninteressant. Man will ja sehen, wie die stärksten Schachspieler der Welt spielen, gegeneinander. Und ob der jetzt eine Engine mit denen den Boden aufwischt, ist mir doch vollkommen egal. Das sind nur so Analyse-Werkzeuge, mehr ist das nicht. Mir gibt das auch nicht so viel, mir Videos anzusehen. Wenn jetzt Stockfish gegen Alpha Zero spielt, ist mir doch egal. Der menschelt es einfach nicht. Bei menschlichen Spielern, da kann immer noch so Fehler passieren. Deswegen ist das für mich so. Es gibt ja so Videos auf YouTube, bei dem die gegeneinander spielen. Das ist für mich so, da bin ich sowas von raus. Dann besser noch diese Programme hier. Läufer C4. Das ist auch nur ein natürlicher Zug im Drachen, Läufer C4. Jetzt Läufer B7 machen, was hat jetzt vor? Läufer B7, Springer D5. Okay. Ich mag irgendwie, ganz komisch, ich mag die Optik dieses Aufbausdrachen-Variante. Da habe ich mal eine Partie gesehen zwischen, was, Cup of Miles oder was war das? Mit Drachen-Variante. Kann sein. Das sind so Partien, die sieht man, das war im Fernsehen, war das ja damals noch diese Übertragung. Da war auch, weil Cup of Miles war auf jeden Fall Karo Kann. Mit diesem Spring F6 später, Spring F6, G-Schlägt F6. Von da habe ich die Eröffnung her gehabt. H2, H4. Schon mal interessant, dass der H4 überhaupt zieht. Finde ich recht interessant. Weil das sind ja so die Pläne. H4, G4, vielleicht H5, wenn der Bauer auf H5 und erstmal G5, dann Turm H5, steht so Linienöffnung. Ich glaube, der Läufer ist nicht mal auf der Diagonale nach H6, dass der Läufer H6 ziehen kann. Turm A, B8, G3. Das ist aber sehr positionell aufgelegt, dieser Fritz. Wir spielen also Fernpartie Challenger gegen Grandmaster. Der erste hat der Challenger gewonnen, die zweite hat der Challenger verloren. Über E-Mail, wenn ich das über den Browser gemacht habe, über GMX, dann war das so ein ätzender Delay. Und jetzt, das ist jetzt auch beim Eintippen, man tippt so Worte ein und gefühlt 5 Sekunden später oder 6, 7 Sekunden später erscheinen die erst auf dem Bildschirm. Das ist ein bisschen irritierend. So, Springer B1 C3, go for it. So haben wir es auch erledigt. Ich habe ja keine Lust, den Upload weiter fortzusetzen. Nicht während ich das hier mache, dann wird es ein bisschen zu durcheinander so errechnet noch. Warum steht da 39? Ach, 28, 39. Der Polger ist aber dran, da habe ich irgendwas ausgeführt und habe das verpennt, hier auszuführen. Turm C8. Achtung! Jesus, was ist denn los hier? Dass man immer zwischendurch spazieren geht. A6, weiß noch nicht, warum ich sofort gezogen hat, war der logische Zug, also wegen B5. Ach man. Mal gucken, nicht mit dem Ellbogen gegen den Tisch kloppen, bitte. Gucken, was das Wetter sagt für morgen.
It's raining man, Halleluja, oder sagt das Wetter? Heute soll es ja angeblich nicht regnen. Morgen ist hier ja auch kein Regen, wenn ich zur Arbeit fahre. Können wir was anderes gucken hier. Gucken, ob der fantastische Bus heute fährt. Ja, wohl nicht. Mal 15 Uhr, 15 Uhr 4 fährt er. Sag mal 15 Uhr 3. Bestätigen. Die Gotenstraße. Was ist denn los hier? Geh, searching. 81 Richtung, also da steht hier nichts. Das wäre schon recht nice, wenn dann hier in der App stehen würde, dass der Bus ausfällt oder ob er nicht ausfällt. Das wäre schon eine nice Sache. Muss ich ja ehrlich sagen. Das könnte man heutzutage ja erwarten. Also wenn ich Paketlieferungen per Tracking habe, dann könnte ich durchaus schon erwarten, dass dann da steht bei den Bussen, ob die jetzt fahren oder ob die nicht fahren. Dann würde man sehen, okay, fällt aus, dann vielleicht nämlich um 14 Uhr schon den Bus. Okay, das ist doch sehr nice hier, dass überhaupt sowas spielt hier mit Königsangriff. Bei diesen Schachcomputern war das ja nicht so selbstverständlich. Anscheinend versteht hier der Polga mehr von dem Drachen als Fritz. Bis jetzt. Also laut hier der Klamotte hier fährt der anscheinend 15.04 Uhr Richtung Castrop-Münsterplatz. Kann ich den direkt anwählen? Also da steht nichts davon, dass er nicht fährt, weil das wäre doch wirklich nice. Wenn die schon ihre vielen Krankenscheine da haben, dass dann da steht hier, der Bus fällt aus. Dann wüsste man jetzt schon Bescheid, okay, Bus fällt aus. Gut, die können ja nicht auf alle Eventualitäten was haben. Wenn jetzt einer, nur als Beispiel, wenn ein Bus jetzt einen Unfall hat, unverschuldet, dann kann man das natürlich nicht hier voraussehen. Minus 0,25 Turm FE8. Okay. Ich habe hier so eine Zeitung, habe ich hier diese GamePro, wo ist das auf dem Bildschirm hier von 2004? Technik und Zubehör. Meine Güte, wie altbacken sich das heute alles anhört. Diese Chinch-Stecker, dass man ein Chinch-Stecker für Bild hatte und zwei für Ton. Oder Kabel, Antennenanschluss, noch gruseliger. RGB und sowas alles, das gibt es heute alles gar nicht. Es gibt nur noch, also bei aktuellen Geräten ist Stand meines Wissens hier HDMI. Stand der Technik. Es gibt natürlich noch verschiedene HDMI-Sorten. Bis HDMI 3.0 das neueste oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls nicht mal sowas wie Chinch-Anschluss und so eine Sachen. Schließt die Geräte mal an 50-Zoll-Bildschirme, die sehen ja gruselig aus. Von da gerade so aus, so verwaschen und alles. Kann man sich gar nicht mehr angucken. Aber da war noch DVD, war da noch hier. Das Format. Ich weiß ja nicht, ob hier irgendwas steht mit der Auflösung. Meine Güte, jetzt geht's wieder los. RGB. Okay, da waren die Konsolen, waren noch PlayStation 2 und Xbox 1. Solche Geschichten. G5. Also G5 finde ich jetzt nicht so spannend. Da kommt nämlich Springer H5. Ich dachte eher, man würde den H-Bauern geben. H5, wenn er geschlagen wird, dann G5. Weil jetzt kommt der Springer E8. Immer besser. Guck mal, ob hier irgendwas steht hier mit Auflösungsgeschichten, mit Tastaturen. Ist hier noch was? Zubehör, sonstiges. Tastatur für Konsolen, das war ja hier GamePro, das war eher konsolenmäßig. Interessant wäre es auch so ein bisschen aus PC-Sicht hier das Ganze.
wie die Auflösung der PCs war 2004. Aufbau einer Videospielersammlung, okay. Tomb Raider, das Bild von Lara Croft hier. Tomb Raider 1 und 2, das Action-Adventure und die bekannteste Videospieler, also die Empfehlung für Spiele. Das kommt ja hier am 14. kommt das, glaube ich. Springer E8. Tomb Raider 1, 2, 3. Da kann man hin und her schalten zwischen Originalgrafik und dieser, ja, ist natürlich nicht hier die modernste Grafik, es ist halt hübscher als diese Grafik. Da sollen ein paar Sachen sollen auch nur so verändert worden sein. Ich weiß nicht, ob im Spielablauf irgendwelche Sachen noch verändert wurden. Die Steuerung wurde verändert, zum Beispiel. Da freut der Lippo sich drauf. H5 wäre doch eigentlich logisch. H5, genau, das ist ja erstaunlich hier. Ich finde es erstaunlich angriffstechnisch, das mal so zu sagen. Das ist genauso spielbar in den Drachen aber auch. Ich weiß nicht, ob genauso vielleicht H5 und dann wieder auf H5 nimmt, G5, aber hätte ich ja nichts machen müssen auf H5. Hätte auf G5 dann Springer schlägt H5 machen können. Also so stelle ich mir auf jeden Fall zumindest den Rauseangriff eher vor, als jetzt hier anzufangen, König B1, dann irgendwie so eine positionelle Geschichte zu spielen. Wäre mal ein bisschen enttäuscht, wenn wir Läufer E2 gezogen haben. Aber wenn ich G6 gezogen habe im Drachen, da kam Läufer E2, da war ich immer ein bisschen enttäuscht. Ich müsste mir mal meine Partien von damals mal ansehen. Ich habe die ja dummerweise nicht mal gespeichert. Müsste mir alle per Partieformulare ansehen. Da müsste ich auch einen späteren Verlauf. Also die gleichen Eröffnungen zu spielen wie damals kann ja auch nicht die große Lösung sein. Ich weiß es noch nicht. Ich bin ja wieder in den Schachverein gegangen. Habe aber gleich erwähnt, der YouTube-Kanal steht für mich an erster Stelle. Hallo. Kipp doch erstmal die Puppen um, Lippo. Das sieht immer so gut aus. Hier auf H6 kann man jetzt immer noch F6 ziehen, zum Beispiel. G6 schlägt. Das könnte schon drin. Wenn H6 schlägt G6 käme, H7 schlägt G6 käme, dann wäre einfach matt. Meine Güte. Ich bin so gut. Bestimmt schwimme ich auch in Milch. E7, E5, Dame D2. Hallo. Ausführen. Was ist los? Wo ist das Problem? Ich überblicke das Brett aber auch gar nicht so richtig. Ja, hallo! Die Puppen nicht ganz gerade stehen, ist halt natürlich scheiße. Dame D3. Dame E7. Meine Güte. Ich meine, es droht auch G6 schlägt. Da muss man nach Dame E7, G6 schlägt, muss man ja dann mit dem H-Bauern schlagen. Der andere Bauer ist ja gefesselt. Ja, mal Dame E3, was ich total Stuss finde. Wenn dann Dame E2 für Dame H2 und vermutlich auch erst auf G6 schlagen, solange wie es noch geht. Also solange wie Schwarz nicht mit dem F-Bauern nehmen kann. Wenn du dann die offene H-Linie hast, vielleicht sogar F4, ganz brachial. Und auf F4 schlägt Dame H3. Dame D8. Ich finde das interessant, wie der Polger das mit Weiß spielt. Auch direkt so mit Königsangriff und allem. Das scheint dem Polger zu liegen, dieser Rauseangriff. Dame D8. Ja, und jetzt G6 schlägt, würde ich eher sagen. Nicht sein Dame D2, was er unbedingt sehen will. Mit der Idee ja dann, ja gut, Dame G5 schlägt Schach, König B1. Deswegen will er wohl Dame D2 ziehen. Aber muss man den halten, den Bauern?
G6 schlägt, Dame G5 schlägt Schach, König B1. Wenn er mit der Dame den Bauern nimmt, dann kommt der Turm G1. Die Dame ist, ja, die Dame ist gefesselt. Deswegen würde ich Dame D2 oder so gar nicht machen. Ich würde einfach G6 schlägt machen. Dame G5, König B1, ja, und dann? Dann den Bauern nehmen, mit dem H-Bauern. Das Blöde ist, ich kann schlecht gucken, was jetzt der Polgar rechnet, weil ich ja seitlich dazu sitze. This is for the content. Also decken will ich den Bauern nicht. Gut, Dame D2 noch so in den Sinn, da könnte man nach H2 ziehen. Dame D2. Da würde man ja eh hinwollen auf die H-Linie. Oder F4, F4 schlägt, G6 schlägt. Dame E3, okay, da gefällt mir noch weniger als Dame D2. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, was an dem Bauern unbedingt decken musste. Das kann ich mir weniger vorstellen. Jetzt kommt schon König G7 und der Fall G6 schlägt, kann man dann auch mit dem F-Bauern schlagen. Theoretisch. König G7, H5, G6. Springer G7. Das kann man doch immer noch nehmen auf G6. G6 schlägt. Die H-Linie öffnen. H5, G6, H7, G6, Springer, D5. Ja, H6 ist natürlich Quatsch. Wegen Springer, H5. Man sollte, wenn man einen Königsangriff macht, sollte man tunlichst vermeiden, dass die eigenen Bauern den Angriff blockieren. Also H6, dann wäre der eigene Bauer als Blockadebauer. Und was kann Schwarz Besseres passieren, als dass Weiß sich mit den eigenen Bauern blockiert. 6 schlägt, genau, jetzt kommt es sogar. G6 schlägt. Ich fand es halt interessant, dass man bei dieser Perspektive dann auch den Bildschirm sieht. Und das ist für mich die am besten praktikable Perspektive. Also dass da das Brett hier und der Bildschirm ist. Auch so, dass das Brett hier am besten zu sehen ist. Sonst hat das Brett immer so eine Schrägperspektive, wenn ich beides im Bild haben will. Das ging ja vorher nicht so gut, weil vorher hatte ich nicht diese Weitwinkellinse. Ist ja kein Objektiv, sondern nur eine Linse. Entweder ich mache die Linse davor, dann hat es diese Weitwinkelfunktion, oder ich mache die Linse ab, dann hat es diese Weitwinkelfunktion wieder nicht. Aber wie beim Objektiv, dass ich dann dran drehen kann, das ist hier nicht der Fall. Mann, das ist natürlich der Vorteil von, wenn man in so einem Fachmarkt sowas holt. Aber ich meine, wenn ich das online gekauft hätte, hätte ich es auch zurückschicken können. Aber so war es einfacher. Ich bin da einfach dahin gegangen und habe gesagt, das funktioniert nicht. F4 Dame H3 geht ja nicht so ohne weiteres. Vielleicht die Turm verdoppeln. Turm H6 und danach dann Turm H1. Was macht er denn? Was macht er denn? Springer D5. Hatte Fritz ja auch vorher gesehen. Ja, droht natürlich nach F6 zu marschieren, der Springer. Also Springer F6 Schach ist ja schon, da muss er auch schon die Dame geben, das dann wahrscheinlich trotzdem im höheren Sinne matt. Deswegen muss er ja schon auf D5, also Läufer D5 schlägt, ist wohl erzwungen. Ah, das erinnert mich auch eher an eine Drachenvariantenpartie. Weil es ist auch so natürlich, das zu spielen, dass das der einzig, ja, selbst für Computer der einzig logische Weg ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Venkova das auch so spielt. Also mit den Maschinen da Bauern. Aber Springer H5, würde man dann die Qualität geben? Oh. Schwarz hat jetzt auch nicht das wahnsinnige Gegenspiel.
Gut, damit C7, wenn man dann C3 macht, B5, B4. Also das spielt sich alles nicht so automatisch. Auf Dame C7. Das Problem ist, da zieht man erst den Turm nach Springer E6 schon. Hab schon überlegt, ob man den Turm eher nach H6 bringt. Und dann Turm D1, H1. Wenn man dann wirklich auf der Linie Rambazamba machen kann, dass man dann die Qualität geben kann auf H5. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, der Bauer hängt immer durch mit Schach. Der G-Bauer. Läufer E6, F7, E6, Turm H6. Minus 0,16. Ich kann mal so eine Retro-Hustenklümpchen nehmen hier. Wegen so ein bisschen wie Pillen aus den, keine Ahnung, Anfang der 1920er Jahre. Wo ihre Tabletten rausgenommen, so ein Tablettendöschen hier. Läufer B7. Okay. Jetzt sitzt leider doch wieder so pseudopositionell. Das ist irgendwie enttäuschend. Ja gut, Dame G5 geht ja nicht so sehr wegen Damentausch und dann ist der Turm weg, also die Qualität weg. Turm C4. Turm D2. Vielleicht wird das jetzt schon zu kompliziert. Da hätte man einfach Turm G1 meinetwegen machen können. Läufer A6, Turm A4. Läufer B7, Turm A2. Mal gucken, stehe ich irgendwas über Videoauflösung? TV-Typen. Ich glaube nicht, dass es TV-Typen gab in der höheren Auflösung. Seite 13. Lippo mit der Maus und dann noch mit Applaus. Zack. Röhren-TV. Ich glaube, die Röhren-TVs, die hatten alle nur diese alte Auflösung. Bis 60 cm lieferbar. Rückprojektions-TV. 1100 bis 5000 Euro. Plasma-TV. Ich glaube, Plasma-TV, die waren im Stromverbrauch richtig hart. Da habe ich mal so ein Video von gesehen, da wurden so Plasma-TVs vorgestellt. Ich habe 300 Watt oder was sie verbraucht haben. Kein echtes Schwarz. Einbrenngefahr. Aber Auflösungen sind hier nicht. Von Bildschirmauflösung ist ja nicht die Rede. Ich glaube, das war damals auch nicht so Thema. Ja, und die Konsolen, die haben ja nur die alten Gammelauflösungen unterstützt, wie 460p und so eine Geschichten. Läufer E2. Ja, es ist ja doch von seinem Spielaufbau abgekommen hier. Das hätte man bis Atom G1 machen sollen. Und dann irgendwie versuchen, auf die H-Linie zu kommen. Da fehlten dann doch die Angriffsvibes. Aber was willst du dann machen hier? Also vorher schon Dame F2. Und dann nimmt den Bauern den König B1 und... Ja. Turm A2 schlägt. Erst schlagen, dann fragen. So, König B1. Geht jetzt nicht einfach Dame A8? Das droht doch einmalig erstmal Turm matt. Dame A8, C3, Turm A1, König C2, Dame A4. Ja, jetzt hat er den Faden verloren mit Weiß. Das sah alles so gut aus und dann kam da nicht mehr viel. Man kann ja auch schlecht mit... Ja, das Problem ist einfach, die Dame kommt nicht auf die H-Linie. Das ist das Problem. Also Turmschach, Dame, H-Linien-Schach, das kannst du doch vergessen. Dann war es wohl doch zu kompliziert.
Deswegen fand ich vorher schon Dame D2 besser als Dame E3. Mit dem Gedanken, auf die H-Linie zu kommen. 0,45 plus. Ja, schade. Jammer, schade. Es tut einfach nur matt. Also da muss man was gegen machen. B3, ja, Turm Schachkönig B2, Dame A3, Schachkönig C3. Da fehlt es dann wohl doch dem Polger. Ich hätte so H-Linien-Vibes gehabt. Da musst du doch auf die H-Linie kommen. Das ist doch, da spielt doch die Musik. Also wenn die Dame jetzt auf E3 steht, steht die eh nicht so geil. Hat erst so gut ausgesehen mit dem H4, G4 und was er da gezogen hat, das sah so gut aus. Und dann kam dann meinetwegen auch Turm G1. Also weit vorher auf Kurs natürlich. König C1. Schon weit vorher. Meinetwegen Turm DG1, den G-Bauern decken und dann irgendwie versuchen mit Dame F2 auf die H-Linie zu kommen. Ich wäre der G-Bauer gegangen, aber da muss so was passieren auf der H-Linie, aber ist egal. D6, D5, E4, D5, da Turm A2 Schach. Warum bitte erst D5 und dann aber Turm A1 Schach? Dame D5 liegt Schach. Dame 8, D5 schlägt. Das sieht jetzt doch nicht mehr so gut aus. Weiß halt den Faden verloren, worum es eigentlich ging in dieser Partie. Was ist denn mit Turm schlägt D5? Warum geht das denn nicht? Warum Bauer schlägt D5? Turm schlägt D5, Turm schlägt König D2, Dame A5 Schach, Bauer C3. Oder meint wie auch Dame C3. Aber warum geht Turm D5 schlägt nicht? Bestimmt nicht wegen Dame D5 schlägt. Ich sehe da nichts. Bauer D5 schlägt. Okay. Ja, Lippo ist wahrscheinlich wieder blind, total. Ja, schade für mich, dass er dann das doch nicht mehr richtig drauf gehabt hat. Dafür hatten ja auch zu wenig Speicher. Für solche Königsangriffgeschichten. Turm A1, König D2, Dame D5, Läufer D3. 0,42 plus. Kann er gucken, ob der nächste Zug schon gekommen ist. Nase, Nase, Vicky is coming. Dauert immer ein bisschen, bis die E-Mail sich aufgebaut hat. Springer C6. So. Erstmal den Zug hier. Da kann sie noch nicht entscheiden, ob er König D2 macht oder König. Gibt es überhaupt einen Alternativzug, sehe ich hier gerade mal so? Der ist so alternativ. Ach, der hat Turmschach schon gegeben. Jesus. König D2. Dame D5. So, was ist denn passiert? König F, weg hier. E1. So, weiter geht's. Was ist denn passiert? Stuhl, komm her. Da geht ja nur Läufer D1 schlägt drauf. Läufer D1 schlägt. Da verließen sie ihn. Da waren die Angriffsvibes vorbei. Das Problem ist einfach, Weiß kommt nicht auf die H-Linie. Und das ist das Wichtige. Ja gut, sind vier Leute G-Bauer hängen. Also, ja. Wenn die Dame theoretisch in H3 hüpfen könnte.
Aber F4 geht ja eh nicht wegen Springer F4 schlägt und dann ist Dame H3 auch nicht möglich. Hm. So hat Retro immer seine Nachteile halt. Turm D8 is coming! König E2, Läufer E2. Dame A5. Scharuze. Ja, der König. Ja doch, König F2 könnte man machen. Ist ja auch keine großen Alternativen. Bauer C3 ist das ja Alternative. Dann deckt man zumindest D4 noch ab. Und da kommt ja Dame A1 Schach. Und der König kann nicht nach F2, weil der Turm hängt. Und dazwischen schien keiner auch nichts. Also muss ja schon König F2 kommen. Bedenkt hatte der Polger noch hier. 17 Minuten? What's going on? Das ist echt immer schwierig zu finden, Sachen hier. König F2, dachte ich mir auch schon, dass das der einzige ist. Turm D2. Schön am Start waren, was macht er jetzt hier damit? Ach, Dame E5 schlägt, deswegen geht das. Und jetzt ruht ja auf V8 das Matt. Jetzt hat er ein bisschen wieder die Diagonal-Vibes. 0,23 B4 C5. Ach, der hat einfach nur schnell die Dame getauscht. Wie öde ist das denn? Buh, öde. Kannst du nur dazwischen ziehen auf E3 oder schlagen? Wenn man natürlich hier die 20. Polybier am Hals hat, dann macht man bestimmt König E1. Was schreibt er denn hier? Info, Info, Info. Wo ist Info? Draußen bleiben. Er will tauschen noch, aber er weiß, was passiert. Ich muss einmal seinen Arm bewegen, dass ich darüber gehe hier. Bauer schlägt. Ja, Material hat er keins weniger. Turm C1, Bauer C4, Bauer C3 wäre auch eine Möglichkeit. Da kommt der Turm C2. Also entweder, was macht er denn hier? Turm C1 rechnet er mit Springer D4. Dann Turm CE1? Ach, dann ist ja aber Turm C1 Quatsch. Turm C1, Springer D4, Bauer C3, genau. Also Fritz meint Turm C1, da kommt Springer D4 und wieder Turm E1. Also mir hätte statt Dame E3 hätte Dame D2 besser gefallen. Und dann wäre auch sofort der Schwenk zur H-Linie rübergegangen. Da gab es einen Bruder, der dagegen sprach. Ich weiß es nicht. Turm C2, was macht man dann darauf? Bauer C4, Springer D4, Turm E1, Springer E2, Turm E2, Turm C4. Turm D1. Da muss ich nachgucken. Erster Full HD Bildschirm. Erster Full HD Bildschirm. Wann kam der erste Bildschirm mit Full HD und 60 Hertz raus?
Was ist die Antwort? Akzeptieren. Das dürfte schon eine ganze Weile her sein, wenn man bedenkt, das ist aber keine Zahl hier. Das war hilfreich null. Höhere Auflösung gab es schon länger, etwa in den 50er Jahren, da ist nur schwarz-weiß. Ich meine, Star Trek wäre damals auch schon noch Full HD gewesen. Turm A1. Die Bildschirme selbst erschienen so ab 2005 auf dem Markt und waren sündhaft teuer. Mein erstes Plasma hatte 4.500 Euro gekostet. Okay. So, Turm C3 schlägt. Turm G1, das ist aber jetzt ein Hin- und Hergeziehe hier. Aber ihm ist einfach nichts eingefallen aus der Turm A1. Jetzt kann er doch Springer D4 machen zum Beispiel. Turm C2, so, ja, Turm C2 ist schon passiert. Ich meine, gefühlt, dieser PC-Bildschirm, den ich unten stehen habe, der müsste gefühlt doch auch Full HD haben. Obwohl Diablo 2, wann kam denn Diablo 2 auf dem PC? Weil das hat, das fällt mir jetzt auch deswegen ein, weil ich das gerade auf der PlayStation 5 spiele. König F3, König E3, Was hat die Bedenkzeit überschritten? Da steht jetzt aber nicht Game Over. Wie bei diesem bekloppten Sargon 4. Game Over. Also diese aufgepimpte Version von Diablo 2 hat 800x600 Auflösung. Was natürlich auch schon gruselig scheiße ist. Von der Auflösung her. Aber wann kam das? Ich kann aber nachgucken. Mann, ich bin die ganze Zeit im Internet am rumjodeln, dann kann ich auch mal fortfahren hier. Das dauert ein bisschen. Diablo 2. Nicht 3, nicht 4, 2. Bla bla bla. Datum der Erstveröffentlichung. 28. Juni 2000. Was ist denn passiert? Läuft F1. Dong, dong. Bezieht sich das denn aber auf Diablo 2? Gibt es denn nicht irgendwo einen Wiki-Eintrag davon? 2000? Jetzt ernsthaft? So, auf CD-ROM. Düdel. König F8. Das wundert mich. Diablo 2? Resurrected erschien 2021, auch schon ein bisschen was her. 2000! Ich dachte, die PCs hätten da schon Full HD gehabt. Also wenn ich mir die Originalgrafik ansehe auf meinem Bildschirm, die sieht da richtig scheiße aus. Das kann man nicht mal anders sagen. Da kann man nicht mal sagen, sah nicht ganz so gut aus, war nicht ganz so hübsch. Das ist einfach nur, als würde man jetzt
Sekunde. Turm nach G4. Das ist gar nicht. Ich habe jetzt nicht bewusst auf die Auflösung geachtet von der Originalgrafik. Als wenn man so eine in Bildschirmgröße so eine Ministeckplatte hat und jetzt bauen sie aus Ministeck mal den Grafik, den Level nach. Oder was sie da auf dem Bildschirm sehen, jetzt bauen sie das mal nach mit Ministeck. So sieht das aus. Also wirklich sehr grob, sehr matschemäßig. 2000? Ich hätte, wenn mir das einer gesagt, ich hätte schwören können, 2000 gab es schon Full HD. Auf dem PC-Sektor. Aber wenn es das gegeben hätte, dann hätte man Diablo 2 bestimmt auch Full HD-mäßig rausgebracht. Das gab da schon Pentium-PCs 2000. Und ein Pentium-PC soll ernsthaft es nicht geschafft haben, Diablo 2 in Full HD darzustellen? Ist ja interessant. 2005 kam dann erst Full HD. Also gefühlt hätte ich gedacht, dass. Vielleicht ist mein Bildschirm auch gar nicht so alt. Bis wann wurden die Klotzbildschirme denn noch gemacht für den PC? Wüsste ich jetzt auch nicht. Also der LG Flachbildschirm, den ich habe, der hat nur HD Ready. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wovon von wann der ist. Hm. So geht das normalerweise. Dann steht da eben 99 Stunden und 56 Minuten nochmal. Aber nicht Game Over. Jesus. Da gewinnt dieser Sage und auf Zeit der Game Over. Da kannst du auch nichts weiter machen. Man kann auch nicht einen anderen Level einstellen. Dann sagt, okay, dann gib mir noch mal 10 Minuten. Der Sargon hat noch ungefähr so 9 Minuten 40 Sekunden für den Zug. Dann sagen wir einfach mal 10 Minuten für die ganze Partie. Das ist gar nicht möglich. Game Over ist Game Over. Was für ein Scheißdreck. Meine Güte, ich kann es nicht mal schön reden. Das sieht irgendwie nicht so gut aus hier. Obwohl er schreibt 0,77, also total, weil Bauer D2. Bauer C2 kommt König D2, Läufer D3. Ich kannte die PCs damals von meinem Bruder. Der hatte immer so die neuesten PCs. Ja, die jetzt nicht die super teuren für 5000 Mark oder sowas, sondern die für mich gefühlt schon die aktuellsten Geräte. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so eine Grottenauflösung war. Naja. Dass man, ich weiß gar nicht, wie das momentan Stand der neuesten Dinge ist, weil ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Also damals, da musste man noch irgendwie, zuletzt, wo ich es nachgesehen habe zumindest, auch schon ein paar Jahre her, da musste man Fernsehen HD-mäßig, musste man noch extra zahlen. Das würde mir gar nicht mal in den Sinn kommen. Beim Internetvertrag noch Fernsehen zusätzlich dazu zu machen. Dass man quasi für das Fernsehen noch extra zahlt. Würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Weil es gibt doch dieses, heißt das Paluten-TV irgendwie sowas? Ich bin jetzt nicht so in der Materie drin. Irgendwie so kann man da was machen, das kostet so 5 Euro im Monat. Dann hat man auch die ganzen Fernsehsender in HD. Ich weiß nämlich, hier internetmäßig, da musste ich, ich meine, ich habe um die 70 Euro bezahlt fürs Internet. 35 Euro fürs Internet und 35 Euro so Pi mal Daumen fürs Fernsehen. Das habe ich auch nicht mal eingesehen. Wofür? Für so einen Schmodder, den ich eh nicht gucke. Ich gucke ja meistens nur, wer weiß denn sowas, das gibt es als ARD-App. Das kriegst du alles als Apps für ein Smart-TV. Wer braucht schon Fernsehen? Alleine schon, ich hätte gar keinen Bock darauf, irgendwelche Fernsehzeitungen durchzublättern mit was weiß ich, wie vielen Fernsehsendern und dann gucken, was im Fernsehen kommt. Oder noch schlimmer, durchseppen. Mich vom Fernseher schmeißen und dann die Programme durchseppen. Wo ist denn jetzt was? Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Läufer C2. Ja, da ist Fritz jetzt auch nicht so der große Endspielexperte. Turm D2, Läufer E4, es ist viel hin und her geziehe. Das fing schon an mit Turm A1, Turm G1. Und jetzt Läufer C2 und dann wieder Läufer nach
woanders sind. Turm D2, Turm C4, ja gut, greife ich auch den Läufer an. Da, Turm C2, Turm C5. Hm. Er macht sogar Turm C4. Ich muss immer gucken, wo ich meinen Arm hinlege hier auf dem Tisch. Immer um die Figuren drumherum. Das ist nur so ein schmaler Tisch, der ist ja breit, 20 cm oder so. Der Tisch hier, den ich habe, diesen Beistelltisch auf Rollen. Hm. Hat schon genommen. Turm C5 schlägt. König D6. Ja, da kannst du doch Turm E8, Turm C8 drauf ziehen. Zum Beispiel Turm C8. Sizilianisch ohne Buch, aha. Ich habe schon mal ganz vergessen gehabt, da hat einer vorgeschlagen, irgendwie mit Vancouver 0,25 Remis-Faktor. Das wäre für mich aber uninteressant. Eher umgekehrt, mit weniger Remis-Faktor wäre vielleicht interessanter. Turm D2 Schach, man muss ja König C4 ziehen. Dann Bauer C2, 0,00. Turm G2, Turm D5 Schach, König E6, Turm E5 Schach. König D6, Turm D5 Schach. Vielleicht könnte man noch den C-Bauer davon nehmen. Turm C3 steht, Turm G5 schlägt. Und dann sollte das so in Remis-Faktor drin sein. Glaube ich, weiß ich aber nicht. Wie nennt die lebende Endspieldatenbank? Lippo auch genannt, die lebende Endspieldatenbank. Was ich mir schon eigentlich fürs Zeugs geholt habe, was ich nie benutzt habe. Ich habe mir mal Turm D5 Schach. Für die erste Xbox, das gab so einen Adapter für Maustastatur. Ich habe das einmal kurz ausprobiert, habe das dann nie benutzt. Ganz komisch. Gekauft und nicht verwendet. König D C6. Turm C5 Schach, König B6. Turm C3, Turm G5. Ich glaube, das ist dann eher Remis. Weil der König steht dann noch ein bisschen unglücklich auf der falschen Seite. Also Turm C5 Schach, König B6 ist ohnehin schon so grenzwertig. Dann Turm C3, Turm G5. Und dadurch, dass der König abgeschnitten ist, wenn er jetzt irgendwie eine Brücke baut mit dem Turm, um rüber zu kommen, dann marschiert der König von Weiß ja eher rüber, kassiert sich die ganzen Bauern ab. Also das ist dann eher ein Remis-Reichweite hier. Turm C5, also König D6 würde ich als logischer ansehen. Also König B6, das ist ja gar nichts. 0,05, König B6. Da gefällt mir überhaupt nicht der Zug. Orientiert sich auf die falsche Seite. Bei König D6, da kannst du noch rüber marschieren, aber nach König B6, Turm schlägt. König E4, Turm schlägt C3. Gut, Weiß kann jetzt auch nicht so ohne weiteres gewinnen. Der König deckt jetzt erstmal den F-Bauern ab und dann, was dann, Turm E3, Turm E7? Aber dafür muss er natürlich erstmal König F4 und dann König E4, F4. Lass mal folgen, ich weiß ja, was soll man überlegt hier, Fritz. Achtung, Fritz. Turm G5 schlägt. Das sieht schon jetzt eher nach Remis aus. Der König steht einfach zu weit weg von der Geschichte hier. Meinetwegen König E4, König Turm C5, Turmtausch, dann kommt dafür König E5. Turm A3, aber auch der Mephistopolga hat keine Ahnung von der ganzen Sache hier. Er hangelt sich auch so hilflos dadurch. Turm H5. König F5 oder was könnte jetzt kommen hier? 56 Züge, mit 56 Zügen fängt die Partie erst an, mit 56 Zügen man sich erfreuen kann. Meine Güte, ich singe wieder so super. Da steht ja mal ein fantastisches Magazin hier drin. Sieht scheiße aus, ist also nicht gut behandelt worden vom Depot. Das beste Konsolenzubehör. Ha.
Lenkräder. Okay, Achtung, Lipo. Turm C3. Ja, das wird voll eher Remise mit der Königsstellung. Da könnte man ja allmählich seinen Arsch mal mit dem König rüber bewegen. König E5 zum Beispiel. Das würde der Lipo ganz super nice finden. Meine Güte. König E5, dann was so kommt, dann Turmschach, König F6, Turm F4 Schach, König E7. Ja, wie willst du das denn gewinnen? Das kann keiner gewinnen. Na gut, man kann es verlieren. Turm hat... Na, Achtung, Lipo. Meine Güte, Lipo, Achtung. Achtung, Achtung. Also laut einer fantastischen App fährt der Bus heute. Das macht einen ja ein bisschen vorsichtig, wenn man auf den Bus fährt und da kommt nichts. Dann sollte man wenigstens so geschmeidig sein von der VRR hier mit den Bussen. Bei dieser App, ich habe ja die VRR-App, dass wenn man den Bus eingibt, dann und dann die Buslinie etc., dass man dann schon geschmeidigerweise da stehen kann, wenn er nicht fährt. Das wär nice. Nicht auf dem Bus fahren, man steht da, der Bus kommt nicht. Dann hat der eine da angerufen, da wird er erstmal 1000 Mal weitergeleitet, wir rufen zurück. An irgendwas muss ja merken, dass er 2024 hat. 2024 hast. Wenn du Pakete dir schicken lassen kannst und siehst ja genau, wo der Paketbote mit dem Wagen ist, dann sollte sowas doch auch möglich sein. König D5. Also die Partie wird von Remi werden hier. König B7. König E5. Und dann kommt wohl Turm H4 und auf Turm F2. Was ist denn jetzt mit König E5 zum Beispiel? Er schreibt da Turm C6 Schach, aber das kannst du doch knicken. König E5 droht ja König... auf G5 kommt dann natürlich König F5. Obwohl König E5, G5, König F5, F6, König F6, G4. Na, auch nicht so einfach. Es ist nicht leicht, einen Stach Schwanze küssen. Deswegen gebe ich jetzt hier als hartes Schach. Denn die Schachgebote sind natürlich des Weiß als letzter Sinn. König hierhin. Turm F6. Das sieht jetzt nicht so geil aus für Fritz. Sie haben natürlich die totale Überraschung hier, wenn der Polgar das gewinnt hier. G5, Turm F7, G4. Ah. Ja, da muss man nicht direkt was machen, weil der Bauer kann ja... Egal. Irgendwie ist irgendwas, der Lippo muss ja anfangen zu denken. Ich muss ja nur zur Arbeit hier in 3 Stunden. Da kann ich nicht den großen Denkemax spielen. Das würde mich zu auslaugen. Das geht nicht. Turm D2 schaffen, Lipo, Achtung! Meine Güte, Achtung, dein Gehirn! Turm D7. Das kann auch nicht so geil was machen hier. Es ist kompliziert. Noch 5 Minuten 28. So langsam kann der Lipo zärtlich darüber nachdenken, was ich zu essen macht heute. Vorher aber noch nicht. Turm E5, Turm D6. Entweder ein geiler Remizug oder der Anfang zur Pleite, obwohl ja, wie willst du die Bauern decken? Turm C7, also Turm D6, König D6. Ja, das werden eh alles Remi F5, König E5. Und das geht auch alles nicht. In den Kommentaren hat einer reingeschrieben, der hat so ein, das gab bei Mephistobotter so PC-Module, sowas hat er sogar noch. Das funktioniert so. Er benutzt es zwar selten, aber es funktioniert noch. Ich hatte mal so ein Modul als Leihgabe. Damit konnte man Mephistobotter mit Leashes verbinden. König D4, okay. Ah gut, König F6, Turmschach. Der zarte Lipo will schon mal die fantastischen Gewinnzüge sehen hier.
Problem sind noch 2, 4, 7 Steine, das ist das Problem. 6 Steine konnte ich online nachsehen. Da ist schon mir eine Figur zu viel. Da kommt einfach wieder Turm F6. Dann Turm C7. Turm F6. Ja, da muss ja schon Turm C7 drauf ziehen. Ich glaube, theoretisch ging auch Turm Schach und auf König E5, Turm D7. Noch 4 Minuten 32 für Fritz, Turm C7. Nach lahmarschiger Lipo-Manier natürlich beide Geräte schon nach Zeit verloren, ist ja ganz klar. Suche Freundin, welche sich für Schachcomputer interessiert, mit der ich dann die Geräte bedienen kann. Dann kommt die Alte und dann dieses der Lipo will ich nur Geräte am Bedienen. Die freut sich auf erotische Massagen, da passiert aber nichts. Blatt Bauer F5. F5 schlägt König, oder Turm F5 schlägt Schach. Oder König E5 wäre wohl noch einfacher. Ich würde es dem Polger auch zutrauen, das noch einzustellen hier. Ich habe schon Endspiele gesehen von den Kisten hier, da wendet man sie nur gruselnd ab. Ich weiß nicht, wie so eine Partie. Polger gegen MM5. Das war auch so ungefähr in der Art. Also auch hier, Turm Endspiel, Turm bei den Turm. Aber mit das hatte glaube ich sogar schwarz. Turm 2 Bauern gegen Turm 1 Bauern. Da war der König auch schon abgeschnitten von dem Bauern. Und der MM5 hat es immer noch geschafft, das zu verlieren. Das war so immer auf der Damenseite. 2 Bauern für schwarz, einer für weiß. Was hat er jetzt gezogen hier? Turm B7. 2 für schwarz, einer für weiß. Der König war auf der Königsseite abgeschnitten vom Turm. Da alles nach Remis aus, das hat er immer noch geschafft zu verlieren. Also man kann, die können die Turmspiele durchaus immer noch so schlecht spielen, dass sie ablosen. Erstmal ein Schachgebot und dann ein Abendbrot, zack. Jetzt gebe ich ihr das Schachgebot, dann esse ich ein Käsebrot. Ich muss mal noch mal ein Video ansehen, ob da erwähnt wird, dieses Turnier, was da kommen soll. So ein Fischer Random Schach, der hätte sich mit Magnus Carlsen in Verbindung gesetzt. In Deutschland hier so ein das soll wohl viele Maßstäbe setzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das ist und was das für ein Turnier ist. Die Gerstor Brauxler Fischer Random Stadtmeisterschaft. Der Schachcomputer. Erlesene Geräte aus den 70er Jahren. Da kann man aber super geiles Schach erwarten. Natürlich könnte man vielleicht die Puppen aufbauen. Per Positionseingabe, dann könnte man, natürlich ist immer noch kein Fischer Random Schach, dann können die ja nicht mal rochieren. König E6, Zakus. Das stellt den Turm ein. Lippo hat sich schon erschrocken hier. Ed Schröder ist schon ohnmächtig geworden. Was ist denn los hier? Turm wohin? Turm E2. Lippo, ich weiß doch auch nicht, was hier los ist. Ich bin doch keine Endspieldatenbank. Bis nach Klingberg fahren? Per fantastischen Umbau hier? So ein Simultano? Mit einer 100 Terabyte Endspieldatenbank mitspielen lassen? Die wundern sich alle, warum gehen mit da noch die Endspiele mit Minusbauern? Warum zieht er immer sofort? Wahrscheinlich würde man auf den Scheiterhaufen landen. Verbrennt in den Ketzer. Turm D1 Schach, König E4, Turm E1 Schach. Weinen, zusammenbrechen. Wieso nur? Zumindest ist die Partie jetzt endlich. Wenn der Lippo mal schnallt, dass gezogen worden ist, ist sie auch endlich. Mit 3 Minuten 31 noch für Fritz. Wenn Lippo natürlich hier immer den Koma-Patienten spielt hier bei den ausführenden Züge hier. Schach. Bitte machen Sie König D3 und dann Turm B3 Schach, König D4, Turm Schach und Remis. Obwohl, da fällt ja der Bauer. Also Turm D3 ist nicht so geil.
König E3. Das wird aber trotzdem Remis werden. Aber wie gesagt, ich habe diese Geräte schon einiges ablosen sehen. Da kannst du auch für König E4 machen. Da wäre genau König E4. Achtung, Lippo! Mein neuronales Netz ist leider 7-mal abgestürzt nacheinander. Deswegen wurde dann dieser fantastische Zug ausgeführt. Weiß will auch Schachgebote geben, auch nicht schlecht. Du gibst Schach, ich geb Schach. Hier noch ein Turmschach. Genau. Im Leben muss jedes Schach du geben. Ja gut, König F5 geben wir Turmschach. Turm E5 Schach. Und wenn ich schon so geil auf die Schachgebote gekommen sind, wird das bestimmt dann auch von mir. Please, give it Turmschach. König G4, give it next Turmschach. Genau, Turm E5 Schach. Es gibt doch keine andere Möglichkeit. Um den Weltrekord in Schachgeboten aufzustellen, muss man das so machen. Hier noch ein Turmschach. Check it again. Genau, Turmschach. König A4. Ja, es sollte wohl eher ein Remis-Sektor sein. Weil die dauert länger und länger. Der Aleppo kann ich noch länger Gedanken darüber machen, was er zu essen kochen möchte. Meine Güte. Der Turm E2 zum Beispiel. Das ist ja auch nicht gerade im Gewinnsinne vor Schwarz. Turm A2. Es ist schon passiert, Aleppo. Achtung, Achtung. Was hat er denn noch hier? Nur 36 Minuten. What? Turm G1. Turm H2. Man theoretisch auch schon nach F5, glaube ich nicht, dass das geht. König E4. Noch 3 Minuten Pi mal Daumen für Fritz. Turm C2. Das waren so Programme, die nannten die. Ich meine, bei Schachter Großmeister, wo das dann so rauskam, da hieß das dann taktisches Analyseprogramm. König D3. Turm F2. Ja, dafür, dass Fritz 1 in die erste Partie nach 25 Zügen schon matt gesetzt hat, ist das doch schon ein Fortschritt hier. Eine dritte Partie werde ich heute nicht mitspielen, nicht spielen lassen. Ich mache das ja nicht beruflich. Turm E2, Schalipo. Meine Güte. Das Gähnen ist zum Gähnen da. Ja, die Partie, die weckt er noch nicht gerade auf hier jetzt. Aber ich kann diese Partie dieser Computerweltmeisterschaft nicht einfach so abbrechen. Turm A2, kann das sein? 0,00. König E, ich weiß nicht, ob das schon zu viel Erholung ist. Glaube ich eher weniger. Turm B2. Sie ist also schlecht, die Blutseite noch hat. 8 Minuten noch was oder steht da? 1 Minute 35 hat er noch. König E5. Turm B6. Du kommst nicht vorbei. Komm, Alter, hast du noch eine Minute noch, weil dann zieh mal ein bisschen Forza-mäßiger hier. König E4. Hat weniger Zeit wieder Fritz.
Turm B4 schafft. Kann er auch König E5 ziehen. König F3. Ja gut, ruht ja zumindest mal matt. Also wenn Schwarz jetzt pennt und was weiß ich, der Turm B7 zieht, dann ist er einfach schachmatt. König D4. Ja, durch die Königstellung kannst du das doch schon beliebig spielen. Beinahe zumindest. Man kann es immer noch verlieren. Turm A2, Lepo, wach doch mal auf. König E4. Turm H2, die Position haben wir auch schon ein paar Mal. Spannung noch das Sauerkraut. König H3. Turm D, König D5. Auf König H2 machst du halt Turm G5. Ja, vielleicht kann man jetzt wirklich Bauer F5 ziehen. Turm B2, jetzt droht dieses penetrante Turmschach von der Seite. Trotzdem F5. Ein Turmschach, König E4, genau. Was gezogen, König H3. Ach, es geht ja kein G6 schlägt, wegen Turmschach. Deswegen muss der König seinen Arsch mal beiseite schieben. Achtung, zack. König F3, König E5 geht ja nicht. Okay, ist jetzt die Phase gekommen, wo das Turm Spieler einstellt. F5 schlägt. Turm G7, ja, geht das natürlich auch. Turm G6. Das kann man doch, kann man nicht. Achtung, Achtung. Jetzt mit dem schwarzen König schon nach F5, nach A5 ziehen. Jetzt geht's los. Turm G7, Achtung, Achtung. König H6. Turm G3. König H7. Das sollte doch jetzt Remis sein. Sieht der Turm einfach auf der G-Linie hin und her. Nach Bedarf. Der schwarze Turm kann gar nicht ziehen, ohne dass er 5 fällt. Turm. Wieso habe ich in eine ganz andere Position stehen? Ach Jesus, Thomas, wach doch mal auf, bitte. Ich reklamiere Remis. Das hat doch keinen Sinn. Ich habe irgendwo einen falschen Zug übertragen. Ist auf jeden Fall Remis die Sache. Der König kann ja gar nicht ziehen, ohne dass der Bauer... Ach, Turm D5, warte mal. Das geht doch. Meine Güte. Achtung, Achtung, Lepo. Achtung, Achtung. Jesus. Eingeschlafen bin ich sehr. Mein Kopf auf den Tisch geknallt. Oh yeah. Meine Güte. König F3. Kann kein Remis machen. Es ist die... Ich weiß nicht mal, wie das heißt hier, diese Spitzenentscheidungspartie. Ja, König E4.
Mach da nicht König E2. Eben nicht. Ja gut, da ist kaum noch Zeit hier. Oh, er stellt es noch ein, oder wie? König D1. Ich habe so gewusst, hier in der Zeitnot, da ist dann hier nichts zu wollen. Also jetzt allmählich müssen die Puppenschlagerei aber mal vorbei sein hier. Sonst geht mir der Platz auf dem Tisch hier wirklich noch hier aus. 2,30 plus. Ich bin mal gespannt, wie weit der zumindest für vom Bauern ins Spiel eine Ahnung hat hier. Sucht die für 7. Kennt er die Opposition oder kennt er sie nicht? Ich bin mal gespannt, ob das Remis ist. F4. König F2. König E4. König. Ja, und muss man natürlich das Oppositionsrecht kennen hier. Das ist so eine Geschichte, das würde jetzt dieses Endgame rum perfekt spielen. Ja, König E1. Dann, wenn das Schach kommt, ausführen. Jetzt König F1. Und Patt. Remis. Das war doch schon mal was. Ein langes CS-Endspiel bis zum Unentschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.